und herzlich willkommen zurück bei Step by Step, created by Hortley C. Und, ja, was machen wir wohl als nächstes? Wir suchen die Tür aus, also mal schnell zu Baumodus zurück. Und, ja, ich habe immer noch keine Ahnung, welche Tür das jetzt letztendlich werden soll. Aber ich werde hier schon irgendeine finden, wo... Die hier vielleicht. Aber die hat den Rundbogen drin, die möchte ich ja gar nicht, weil das ja dann echt blöd ausschaut, wenn wir alles eckig haben und dann auf einmal eine Tür rund. Wie schaut's mit der aus? Die ist auch so haustürmäßig, das ist auch blöd. Ja, die wäre natürlich ein bisschen cool, oder? Das hätte schon was, aber nee. Diesen Stilbruch werde ich nicht begehen. So, was haben wir hier? Das sieht aus, als würde gleich der Frankenstein durch die Tür stolziert kommen. Ach Mensch, was hau ich da bloß rein? Ich glaube, ich mache da jetzt ernsthaft noch einen Türbogen rein. Es ist ja ein bisschen sehr durchlässig denn hier. Aber es gefällt mir trotzdem besser als alles andere. Dann ist dieser Bereich einfach mal ein komplettes Durchgangszimmer. So. Kann jeder einmal Geist spielen, aber naja, ist mir jetzt völlig Rille. Das lassen wir jetzt so und dann ist gut. Ich hätte nur gerne eine Säule hier drin gehabt, aber dadurch, dass das Haus, also der Keller auch hier sind, so verschwindet, ist es ein bisschen ungünstig, also lasse ich das einfach mal so. Ist schon hübsch so. Und ja, wir haben die Türen drin, wir haben die Fenster drin. Und was heißt das, Leute? Richtig, entweder wir gehen raus in den Garten und spielen oder wir färben einfach alles mal neu ein. Und ich wäre erstmal jetzt fürs Einfärben, weil ich auf Garten gerade so nicht wirklich die Lust habe. Also suchen wir uns doch jetzt mal die Zimmerbelegung aus. Was nehmen wir diesmal für eine Badezimmerwand? Oha, ich habe überhaupt keinen Plan, weil ich möchte nicht wieder diese 0815-Wand hier nehmen. Habe ich echt keine Lust drauf. Deswegen nehmen wir, glaube ich, diesmal diese Wand hier. Hier, nehmen wir mal dieses Badezimmer als Ursprung unseres Ideenkonflikts. Ich hätte gerne den Fußboden von den Rivers, den sie in der Küche haben. Ich weiß gerade nur nicht, welcher das war. Das ist das Problem. Ich glaube, es war einer von denen hier, oder? Nee, das war ein anderer. Die sahen anders aus. Ich weiß nicht mehr, welche. Oh mein Gott. Nein, ich weiß es nicht. Ah, Hilfe. So, der Mauerboden hier, das ist auch alles nicht. Verdammt, ich weiß nicht mehr, welchen Boden ich hatte, aber ich glaube, es war dieser graue hier unten. War das der? Nee, so sieht der nicht aus. So, das sind die Kanten, das haut einfach nicht hin. Ah, nein, ich weiß nicht, welcher Boden es ist. Verdammte Axt, ey. So, ja, dann nehmen wir halt diesen Fliesenboden hier, ist auch völlig egal. So, aber was nehmen wir für eine Badezimmerfarbe? Wir haben in letzter Zeit braun, Cremetöne gehabt und was weiß ich nicht was. Ich will jetzt mal irgendwie was anderes. So ein Orange wäre auch ganz geil, oder? Weiß nicht, aber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gelb vielleicht? Mal ein gelbes Badezimmer? Ja, komm, wir nehmen mal ein gelbes Badezimmer. Das hatten wir noch nie. Wirklich noch nie. Den Rest vielleicht weiß. Oder das hier unten, das will ich auch in derselben Farbe wie das da haben. Also machen wir das auch mal grau. Und der Rest kann meinetwegen gerne weiß bleiben. Jetzt gehen wir aber erstmal vielleicht zum Stein, weil ich möchte diesmal kein Mosaik oder so haben. Ja, Felsen und Stein machen wir jetzt einfach mal. Mauerwerk wäre auch interessant, da hast du so ein eingemauertes Badezimmer. Kommst dir vor, als wenn du nie wieder rauskommst. Ach nee, so, was haben wir denn jetzt hier? Du vielleicht, du bist so vom Weiten ja ganz hübsch, aber sieht auch schon ein bisschen porös aus, ne? Wenn wir das Ganze so gelb-creme-mäßig machen. Das hat schon was, aber das, der andere Gelbton ist einfach irgendwie zu krass, finde ich. Der ist zu viel. Das sieht merkwürdig aus. Ich würde das hier fast so lassen. Dieses steinoptische Teil. Weil ich das echt cool finde. Das werde ich auch mal gleich hier drauf übertragen. Ich weiß ja noch nicht, wie das aussieht dann so später. Aber wir werden es ja sehen. So, und auf den Augenblick habe ich gewartet, jetzt wo wir das hier umändern können. Weil das Gelb ist einfach zu krass. Das hier geht noch so halbwegs. Aber ich würde es trotzdem ein bisschen lindern. Ja, so ist das schon okay. Aber das ist ein richtig krasses Gelb. Das geht gar nicht irgendwie. So, aber so ein Fußboden in der Optik ist auch irgendwie ein Touch too much, ne? Ich weiß nicht, wir können ja die Farbe so behalten, aber wir sollten einen anderen Boden, glaube ich, nehmen. Und schmeißen wir einfach mal hier dieselbe Farbe rein und schauen mal, wie das ausschaut. Weil das ist mir sonst irgendwie zu viel. Sieht aber auch merkwürdig aus, ne? Weiß nicht, das taugt mir auch nicht wirklich. Wenn wir den jetzt einfach dunkler machen,
So generell dunkler. Das ist auch blöd. Das sieht einfach. Ich weiß nicht, die Idee ist, glaube ich, für den Boden hier ganz cool, aber nicht richtig ausgereift. Also müssen wir uns dann nochmal was anderes für die Wand überlegen. Ja, diese normale Fliesenoptik ist natürlich auch ganz süß. Ja, vielleicht nehmen wir die einfach nochmal. Ist jetzt zwar nicht die richtige Mosaikoptik, aber macht ja im Prinzip auch keinen Unterschied, ne? Also gefällt mir das schon fast. Machen wir es ein bisschen gelber oder so, ein bisschen heller. Ja, ist ein bisschen zu hell vielleicht. Ein bisschen dunkler. Ja, ja. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so. So, dann verschiebe ich das mal gleich rüber hier. So, tada, dann springen wir wieder zu Verschiedenes um. Na, happy. Ich will aber den anderen Boden. Gib mir den anderen Boden. So. Gut, dann verschieben wir hier noch innerhalb alles. Und dann ist das jetzt auch richtig, richtig hübsch. So, wir haben einen Badezimmerboden, Leute. Hat jetzt auch lang genug gedauert. Ganze 4 Minuten, glaube ich. Okay, aber es gefällt mir. Ne? Also mir gefällt das Badezimmer soweit erstmal. Hatte ich irgendwo nochmal ein Bad? Eigentlich hätte ich hier mal eins machen sollen hier zwischen. Ja, kommt Leute, wir machen jetzt mal hier zwischen nochmal ein Badezimmer. Eigentlich sieht der Flur ja ganz cool aus so, aber wir brauchen hier nochmal irgendwie ein Zimmer, wo sich unsere WGler ne, zurückziehen können aufs stille Örtchen. Weil sonst haben wir jetzt so wenig Badezimmer, befürchte ich. Und das wäre ja nun mal sehr ungünstig. So, also ist das schon mal ganz schick. Dann gehen wir noch mal eine Etage höher. Hier wollten wir nämlich auch eins haben. So, dann können wir gleich mal zur Wandfarbe switchen. So, wo wollte ich noch ein Badezimmer? Badezimmer, melde dich. Wo wolltest du und solltest du hin? Hm, hier vielleicht? Sollte hier ein Badezimmer hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier sollten jedenfalls die beiden Schlafzimmer hin, oder? Was sollte hier ein Schlafzimmer hin? Irgendwo sollte hier jedenfalls, sollten hier oben keine 5 Schlafzimmer sein. Ich weiß nicht, aber ich mache jetzt einfach mal hier noch ein Badezimmer mit hin. So. Oben ist sowieso keins, aber hier unten wollte ich noch eins haben. So. Dann kommt das hier auch noch mit dran. Sehr schön. So, ich hätte jetzt gerne hier einfach mal so eine Billig-Wandfarbe gerne. Deswegen mache ich die jetzt einfach mal hier ran. Und verleg mal unseren Billig-Holzfußboden, damit es hier schon mal ein bisschen nach was ausschaut. So, mache ich auch mal gleich hier mit der Zwischendings. Dann sieht das auch schon mal ganz okay aus. So, was machen wir mit dem Flur? Den hätte ich ja schon gerne ein bisschen creepy, ein bisschen dunkel. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich das so umsetzen kann, weil ich möchte auch nicht alles so in diesen wahnsinnig dunklen Farben haben. Finde ich auch nicht so wahnsinnig schön. Ja. Finde ich nicht gut. Nicht gut. Mayday. Nicht gut. Was nehme ich denn hier? Weiß? Nehme ich den Rest einfach weiß? Und dann, ja, kommt, wir nehmen den Rest jetzt einfach weiß. Das ist unsere neue Wandfarbe. Ist das nicht schick? Ich finde das wunderschön. So, dann ist das hier auch noch mit einer Wandfarbe belegt. Dann machen wir den Flur hier auch nochmal genauso und dann ist das auch hübsch. So, dann suchen wir uns hier unten mal einen schönen Fußboden für aus. Dann würde ich fast den aus, ich glaube aus Traumkarrieren oder so ist der. Wo ist dieser verschiedene Fußboden? Ja, ist es. Sehr gut. Nein, den wollen wir einmal anders verlegen. Aber ich nehme ja erstmal hier so die normale Spur. Ja, die Treppen müssen wir auch noch einfärben. Die haben momentan auch noch diese ziemlich verkorkste andere Farbe. Aber bis dahin mache ich jetzt erstmal den Boden so ein bisschen... Nein, ein bisschen lila ist ein bisschen blöd. Also ein bisschen so ein braun, grau, weil ich will das nicht so wirklich rot haben. Das passt irgendwie hier nicht rein. Aber ich krieg's auch nicht wirklich grau. So vielleicht? Ja, ich glaube, so ist das schon ganz gut. Kann mir sowieso alles mal hier auf eine Schiene packen. Naja, ein bisschen heller vielleicht. Ne, das ist aber nicht mehr grau genug. Ein bisschen weiter hoch wieder. Ne, das ist mir irgendwie zu braun. Ein bisschen dunkler muss er. So. Ne, das ist mir auch nichts. Ja, jetzt fummel ich hier wieder ewig am Fußboden rum. Das hat auch genauso lange bei der Außenfassade gedauert, ey. Ah, es war ein Akt, aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Das ist schon recht dunkel, ne? Gott sei Dank haben wir da die helle Wandfarbe, sonst wäre das echt mal so ein bisschen in die Hose gegangen. So, das ist schick, sehr schön. Ja, genau, hier wollte ich das dann auch gleich noch machen. Dann können wir diese Wandfarbe auch noch für
Papier verwenden. Das muss auch noch so. Fiel mir gerade ein. So, können wir das als Zwischenfarbe nehmen? Sieht das nach was aus? Ja, oder? Ja, also nochmal als Abstand ist das ganz okay. So, dann muss dieser Belag auch nochmal hier hin. Da habe ich ihn schon getätigt. Gut. Aber eigentlich müsste sich das durch die ganze Küche und so jetzt ziehen, weil wir da alles so offen haben. Möchte ich aber definitiv nicht. Deswegen werde ich hier mal zumachen. Dann kommt hier doch die weiße Tür rein. Und hier wahrscheinlich auch. Dann mache ich das wirklich nicht als Durchgangszimmer, auch wenn ich es echt hübsch gefunden hätte. Aber das finde ich sonst einfach zu viel. So, du musst dich hier nochmal drehen. Weil ich kann nicht alles hier mit diesem dunklen Boden machen. Das sieht dann nach einer Zeit einfach doof aus. Ha, also nicht so. Was haben wir denn hier noch für Zimmer? Du bist ein Zimmer von irgendwem. Und, ja, wessen Zimmer wirst du? Ich weiß es nicht. Ich würde ja Carsten gerne das Zimmer hier hinten geben. Und ich denke, das werde ich auch mal gleich machen. Das Dumme ist, ich weiß nicht mehr wirklich, ob ich alle Farben habe. Doch, ich habe alle Farben. Ich habe vorher nochmal abgespeichert. Ja, Carsten, du bekommst diesen wunderbaren hellen Fußboden. Freue dich schon mal drüber. Vielleicht mache ich ihn dir auch noch ganz hell. Komm, wir machen den mal ganz hell. Dann kannst du dich noch mehr über deinen wunderbaren Fußboden freuen. So. Und ja, dann suchen wir dir einfach mal hier so eine ganz, ganz tolle Wandfarbe aus. Tudö. Und da wird dann irgendwas von in deinem Grün gestrichen und dann ist das auch schon wieder wunderschön. Naja, gut, so wunderschön finde ich das gerade nicht. Ja. Lassen wir mal so. So, Carsten, sein Zimmer ist fertig gestrichen. Sehr gut, wir haben was abgehakt. So, wer kommt hier rein? Ich schweige gerade, weil ich nicht wirklich weiß, wen ich hier reinsetzen will. Nora. Hier kommt Nora rein. Ich habe mich jetzt einfach für Nora entschlossen, weil Feen brauchen einfach mehr Platz mit ihren Flügeln, dachte ich mir. Und deswegen kommt sie jetzt hier rein. Ich muss nur gucken, welche Farbe jetzt ihre war. Ich glaube, die hier. Bin mir da gerade aber nicht so sicher. Nee, doch, das ist ihre. So, mache ich das obere blau oder eher nicht? Ja, ich bin da mal recht unentschlossen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das einfärben soll. Ja, so ein Pink dazwischen wäre jetzt auch geil. Grau? Ja, komm, dann machen wir das einfach grau. Ich setze jetzt einfach mal alles mit Grau ab. Und dann ist das schick. So, was kriegst du für einen Fußboden, meine Liebe? Du kriegst vielleicht Teppich, weil du schwebst sowieso nur. Da interessiert es keinen, ob du dreckige Schuhe hast oder nicht. So, da sollte jetzt eigentlich nichts rein. So, dann machen wir den hier mal so schön hellblau. Aber für mich ist schön hellblau eine andere Farbe. So vielleicht. Irgendwie sieht der Teppich doof aus, oder? Der wirkt irgendwie nicht so richtig. Vielleicht sollten wir da mal was anderes nehmen. Dich vielleicht. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem schönen Hellblau. Nee, das ist auch nicht so das schöne Hellblau. So ganz hell so. Nee, das sieht irgendwie aus wie grün. Grün ist jetzt nicht so das Ding, was ich wollte. Ja, komm, wir lassen jetzt einfach mal den Teppich hier. Ach, das ist so gar nicht die Farbe, die ich haben wollte. Das sieht ja mal mega scheiße aus. Ja, nehmen wir vielleicht doch den Holzfußboden. Der sieht aber auch nicht so aus, wie ich ihn haben wollte. Wollen wir den hier nehmen? Nee, das ist auch zu hell. Das. Ja, komm, wir nehmen jetzt den und dann ist das Zimmer auch schon schick. So, was haben wir jetzt hier noch? Die Küche. Welche Farbe bekommt die Küche? Vielleicht so ein braun? Nee, sowas? Nee, ist auch doof. Ach nee, du? Nee, ist auch blöd, aber wir können dich heller machen, dann gefällst du mir auch schon. So, fertig. Und jetzt mal alles ganz doll hell gemacht. So, färbe dich um. Färbe dich um. Schick. So, dann nehmen wir das einfach mal und färben die ganze Geschichte ein. Wirkt schon gleich viel besser. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Dich. Dich nehmen wir jetzt.
Aber welche Farbe machen wir die Küche? Ach je. Vielleicht mal ein Lila oder so? So ein zarter lila Fliederton. Sowas hier in der Art. Wenn das ein bisschen zu rosé. Ich hätte das gern ein bisschen mehr lila. Aber das ist irgendwie auch nicht hell genug. Ja, nee, das ist nicht so wirklich meins. Ja, so vielleicht schon eher. Wenn wir die Leiste jetzt noch lila machen. Ja, mit lila Leiste gefällt mir das schon gut. Wir kriegen jetzt eine Fliederküche. Freuen wir uns mal alle drüber. Sieht zwar aus wie ein Babyzimmer, aber es wird eine schöne lila Fliederküche. Wartet's mal ab, bis ich meine Meinung noch 10-mal geändert habe und dann wird die nachher pink. So, ja, hier würde ich einfach erstmal weiß reinhauen, weil ich hier überhaupt nicht weiß, was da rein soll. Das werden wir einfach später feststellen. Genauso wie mit dem Zimmer. Und hier soll noch ein Badezimmer rein, kann das sein? Das sieht aus, als wenn da ein Badezimmer rein sollte. So, kommt da jetzt halt ein Badezimmer rein. Haben wir irgendwie noch die Fliesen hier? Ich wollte sagen, irgendwie waren in der Etage wenig Badezimmer. So, haben wir schon mal einen Raum mehr eingefärbt. Sehr schön. Obwohl, hier haben wir ja auch noch ein Badezimmer, ne? So, also wir haben Nora verteilt und wir haben Carsten verteilt. Die beiden sind unten. Also bleiben die nächsten vier hier oben. Nur wer werden die nächsten vier sein? Ich denke mal, hier werden wir Bill reinzaubern, weil Bill ja sowieso nicht so viel Licht verträgt und da reicht ihm die eine Fensterfront sicherlich. Dann würde ich sagen, dass wir auch wirklich nur eine Farbe machen und die machen wir mal so schön dunkelbraun. Nein, geh weg. Dunkelbraun. Tada. Und ja, das zieht sich einfach mal wieder durch sein ganzes Zimmer. Ist doch so wunderschön. Und ja, vielleicht machen wir diesmal so einen hellen Krauleteppich. Also sowas ganz schön Weiches. Wisst ihr, wo man sich so rauflegt und am liebsten drauf einschlafen will, weil es einfach so flauschig weich ist. Und das kriegt er jetzt in sein Zimmer. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kontrast zu den Wänden. Und dann ist das bei ihm schon mal schick. So, wo kommt Mila rein? Mila würde ich am liebsten gleich mal hier reinpflanzen, damit sie gleich neben ihm liegt und da mehr oder weniger Streit vorprogrammiert sein kann. So, aber was für eine Wandfarbe? Ich würde sagen, dass wir einfach ihr übliches Mila Pink wählen. Ich weiß gerade noch nicht wirklich, welches es ist, ob das es da oben ist oder das hier unten. Das hier unten ist es, glaube ich. So, dann kommst du hier mal schwarz und du auch nochmal schwarz. Und ja, dann ist das schon mal schick. Dann ist das schon mal halbe Mila-Manier. Tada. So, ich hoffe, dass ich das jetzt auch schön finde, wenn da Licht drin ist. So, dann würde ich die andere Person hier einsperren und würde das letzte Zimmer unserer Tessie geben. Ja, nehmen wir einfach mal die Wandfarbe für Tessie, warum auch immer. So, Tessie, deine Wandfarbe wird nicht komplett blau. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. So, das wird mal weiß und das wird, denke ich mal, auch weiß werden. Dann haben wir da nur ganz, ganz wenig, was irgendwie uns in Bedrängnis bringt. Wir können das auch noch mit dem Braun abgrenzen. Das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus, weil Grau will ich eigentlich nicht wirklich haben. So ein Creme sieht blöd aus. Grau? Ja, Grau hat was. Das Grau haben wir noch nicht. So, dann ist das schon mal dein Zimmer. Und ja. Nee. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder keine Farbe für sie. Das nervt mich natürlich auch. Ja, schon eher, ne? Ja, ich färbe das jetzt einfach nur ganz, ganz hell. Und dann hoffe ich, dass das schick ist. So, ich würde es ja fast mal hier auf die F-Schiene bringen. Sodale. Und dann vielleicht so ein kleines Stück nach da verschoben. Dass es nicht ganz so übelst weiß wirkt. So. Ja. Nee, Tessie mache ich diesmal ein bisschen härter, so von der Farbgebung, weil letztes Mal war das ja alles sehr weich und rüschig und plüschig und was weiß ich nicht was. So, das ist die Bibliothek. Wie machen wir denn hier das Zimmer? Grün? So ein bisschen dunkel? Ein bisschen dunkelbraun? Nee, nee. Die Farben gefallen mir irgendwie alle nicht, ey. Das ärgert mich voll. Nee, komm, wir nehmen mal den Fußboden. Und das Regal. Gott, wie färben wir die Regale? Nee, das sieht auch doof aus.
Das ist auch nicht gerade schön, aber wir könnten es vielleicht schön werden lassen. So, ja, komm, wir machen es mal so richtig schön dunkel, dann ist das hübsch. Dann baue ich hier auch schon mal gleich so ein paar schöne Bücherregale ein. Das Schöne bei der Mystic WG ist halt, dass wir momentan relativ viel Geld noch auf dem Konto haben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil das Haus ist ein bisschen größer als das letzte. Von daher hoffe ich, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. So, wo können wir denn hier noch günstig einen... Ja, so, da kann noch eins rein. Dann würde ich hier einfach so eine kleine Sitzecke machen. Das müsste dann auch reichen, oder? Das muss da nicht mehr sein. Das ist völlig okay. Wir könnten höchstens hier nochmal die Tür verschieben. Und dann hier nochmal zwei Bücherregale an die Seite platzieren. Dann haben wir hier auch wirklich diese riesige Bücherfront. So. Ja, das ist schick, oder? Das ist doch toll. Können wir hier noch irgendwie ein Buch und dann da irgendwie das und dann ist das schön. Wirklich, das ist so wunderschön dann. Okay, vielleicht rede ich mir heute einfach nur irgendwas ein, aber ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann.